So Leute, den Anblick so kennt ihr ja, wahrscheinlich aus einem der letzten Videos, vielleicht sogar dem letzten Video. Ich hatte gerade schon wieder ein paar Startschwierigkeiten, war aber einfach nur zu blöd, den Choke zu ziehen. So ist das manchmal. Ich mache jetzt mal die kleine Kamera hier an. Ihr habt die ja schon im letzten Video höchstwahrscheinlich gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der aufnimmt. Ja gut, Akku ist voll. Ich drehe mal schnell. Eisenschwein 2.0 bzw. The Real Eisenschwein. Weil im Gegensatz zu Carrie ist das Ding hier wirklich schwer. Und dagegen ist Carrie ein feuchter Furz gegen. Da sind, ich glaube, locker 100 Kilo dazwischen, wenn nicht sogar mehr. So, bin mal echt gespannt. Erstmal mache ich hier so, dass ich das nachher ungefähr synchron hinkriege. Also ich nehme jetzt mit der GoPro auf, die sich die ihr sowieso kennt. Und ich nehme jetzt hier mit meiner neuen Kamera, mit meiner Insta 360 One X2. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ah, scheiße, ich habe einen Warnwestenfahrer gegrüßt. Schande über mein Haupt. Schande über mich, oder wie sagt man? Na, scheiß drauf. Und, warum ich mir die gekauft habe, ich denke mal, ist ja wohl klar. Anfangs, ich muss dazu sagen, ich habe das, glaube ich, in irgendeiner der letzten Videos mal gesagt oder auch in einem der letzten Streams oder so, also für die, die mich auf Twitch verfolgen. Ich fand das erst überhaupt nicht cool mit diesen Insta-Videos und gerade was so auf Instagram halt geschickt wird, die ganzen Reels und so. Ich bin sowieso kein großer Fan von diesen ganzen Reel-Geteile und ganzen Reel-Gemache und so weiter. Irgendwie habe ich da nichts von. Das ist mir so zu sehr, wie heißt das, TikTok-mäßig. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu alt für, keine Ahnung. Oder mich interessiert der Scheiß einfach nicht. Ich sehe schon, oh, das geht nicht gut. Ich muss mal eben anhalten. Ja, Harley rappelt halt ein bisschen mehr. Da muss ich jetzt mal eben nachjustieren. Warte mal, der hat hier. Okay, dann muss ich hier noch was fester drehen. Ja, und ein ganz, ganz anderer wichtiger Punkt ist, Leute, ihr habt ja meine ganzen letzten drei Videos gesehen, meine Rideouts. Und ich fahre halt immer vorne. Und das Geile an so einer Kamera ist natürlich, wenn ich hier so ein bisschen höher mache oder vielleicht hinten dran mache, ich habe den Blick nach hinten. Ich kann dann, also ich jetzt persönlich nicht, aber nachher in der Videobearbeitung sehe ich dann und kann dann Videos reinschneiden von dem Volk, was hinter mir passiert oder andere Blickwinkel reinmachen. Dann habe ich mir für die Kamera noch einen Mikrofonadapter bestellt und ich habe es auch schon ausprobiert, mein Mikrofon dran gesteckt, das funktioniert soweit. Ich denke mal, in einer der nächsten Videos werde ich den Ton dann auch über die Insta aufnehmen und mal gucken, wie der Blickwinkel von da ist oder vielleicht mache ich es auch hier in der Mitte, dass ich quasi switchen kann zwischen, ja klar, ihr wisst ja, ne, bei so einer 360-Grad-Kamera, du kannst da überall hindrehen, wo du willst und dann kann ich mich halt zeigen oder ich kann, und scheiße, ich habe mein Handy vergessen. Ach, ist das jetzt eine Kacke. Ernsthaft? Ich habe mein Handy vergessen. Naja, egal. Und ich habe halt alles auf ein Video drauf und kann halt drehen, wohin ich will. Das ist natürlich das Geile. Und eben den Schock reindrücken. Jo. Und das nächste Ding ist, ich habe das jetzt auch in den ganzen letzten Fahrten, wo ich halt dabei war, sei es, wo wir von Jüchen Richtung Düsseldorf gefahren sind oder jetzt auch bei meinem Rideout. Und auch so sehe ich es auf Instagram und YouTube manchmal. Es ist geil, wenn man Videos aufnimmt von Rideouts und vom Fahren. Es ist aber nicht geil, wenn man dabei sein Handy in der Hand hat und damit am Rumfuchteln ist. Ich weiß, damit trete ich dem einen oder anderen wahrscheinlich jetzt ein bisschen auf den Schlips. Das ist mir aber gerade ziemlich egal, denn irgendwie denke ich mir, die Technik gibt es, dass man sowas machen kann, ohne andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr zu bringen. Und das ist dann der Fall, wenn du dein Handy fallen lässt. Ich habe letztens ein Reel gesehen, oder ich glaube, das war ein Reel auf Instagram, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ist ja auch scheißegal, wo ich das gesehen habe.
mitten auf der Autobahn, zweispurig, filmen die sich gegenseitig, denke ich mir, mit dem Handy in der Hand. Mich regt es ja schon auf, wenn ein Autofahrer auf der Autobahn mit dem Handy zugange ist und dann so und so fährt und nicht sieht, wo er hinfährt. Und dann noch mit dem Motorrad eine Hand dran. Gut, wenn du so fährst, auch eine Hand, aber du bist ja auf Fokus. Du siehst ja, wann du schnell wieder dran kannst. Aber wenn du dann noch mit dem Handy dran bist, nee. Du brauchst nur fallen lassen und wenn du dann wirklich mehrere Motorräder hinter dir hast, was bei einem der letzten Male der Fall war, jetzt nicht das Fallen lassen, sondern ganz viele Motorräder hinter einem, dann kann sonst was passieren. Da hätten Massencrash passieren können und noch Schlimmeres. Also da hört auch bei mir dein Verständnis irgendwie auf. Und dann nur so eine Aussage, ja, kann ja nicht so schlecht sein, wenn ich so viele Follower habe. Da greife ich jetzt eine bestimmte Aussage zurück. Ich sag nicht, wer es ist, weil ich ihn persönlich und weil ich ihn sehr mag. Aber trotzdem, das ist unter aller Sau. Und dann denke ich mir, ja geil, weißt du, ich bin wahrscheinlich 20 Jahre jünger. Okay, das ist jetzt, ich glaube, ich mache ihn jetzt älter, als er ist. aber solche Aussagen gehen gar nicht. Da weiß ich nicht, also hast wohl zu viel am Benzin geschnüffelt beim Tanken. Ansonsten alles korrekt mit dem Jungen und so, ne? Aber weiß ich nicht, sowas finde ich überhaupt nicht geil. Weiß ich nicht, also da setzt bei mir dann auch eher die Vernunft ein. Ich finde das nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie das da mit der 360-Grad-Kamera funktioniert und was ich damit dann alles machen kann. Aber das ist so dieses Hauptargument, dass ich halt auch mitbekomme, was links neben mir, rechts neben mir, wenn ich gerade woanders hingucke oder was hinter mir vor allen Dingen passiert. Gerade wenn man mit mehreren fährt, ist das einfach geil. Ich kann die hinten auf die Sissi-Bar schnallen und ne, also die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich kann halt auch direkt den Ton drauf aufnehmen. Vor allen Dingen, das müsst ihr euch mal reinziehen, der Mikrofonadapter hierfür, der hat mich 25 Euro gekostet. Und ihr wisst ja, was so ein Ding für die GoPro kostet. Also, da bin ich mal gespannt. Wenn der Ton hier gut genug ist, dann könnte das natürlich auch mehr oder weniger meine Hauptkamera demnächst werden. Aber mal schauen, wie das ist, da muss ich mich halt noch rantesten. Aber genau für solche Fälle ist die Kamera jetzt da und auch hier, ich kann nach hinten sehen, rein theoretisch, ne, in der Videobearbeitung und da sollte eigentlich alles klar gehen und ohne irgendeine andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden oder sonst was, ich kann links gucken, rechts gucken damit, überall, also 360 Grad, wirklich überall hin und da brauche ich keine Faxen auf dem Motorrad machen und dann ist mir da doch scheißegal, ob dein Handy oder das Handy von wem auch immer an einem Band befestigt ist oder nicht. Wenn du dich auf dein Handy konzentrierst, dann kannst du dich nicht auf die Straße konzentrieren. Das geht einfach nicht. Da kann man mir erzählen, was man will. Das klappt nicht. Also da bin ich dann auch eher, denke ich mir, ich habe lange überlegt, machst du deinen Schnabel auf und sagst überhaupt was darüber? Aber dann habe ich die Kamera gekauft und dann ist das Thema dafür eigentlich wie, ja, ist perfekt. Also, ne? Leute, wenn ihr vorhabt, während der Fahrt auch andere zu filmen und das ist halt auch manchmal ein bisschen schwer, dann guckt doch, die Technik ist da. Ihr müsst ja auch nicht immer das Neueste von Neuestem kaufen. Aber es ist besser, sich sowas anzuschaffen, als mit dem Handy da rumzuhantieren. Und wenn dann irgendwas passiert und man hat dann noch Familie oder so oder sonst was oder die anderen, du ziehst andere Mitleidenschaft, lass es einfach sein. Lass es einfach sein. Also ihr da draußen auf jeden Fall, egal wer, ist uncool. So, jetzt habe ich genug gemotzt. Auch wenn die Videos geil sind. Ich habe ja davon auch Videos verwendet, ne, bei mir, weil ich nichts anderes hatte. Aber so jetzt, wenn ich zurückdenke, da hätte sonst was passieren können, ne? Also ist nicht so geil. Ne, aber ich bin gespannt, was die Kamera dabei mit jetzt aufgenommen hat und was ich davon reinschneiden konnte. Irgendwie, das ist jetzt dann ja auch doppelt Arbeit für mich. Nicht nur das hier, sondern auch das. Und da bin ich mal gespannt. Ich werde mir jetzt ein paar Pommes reinziehen und eine Currywurst und wir sehen uns dann, Leute, im nächsten Video, würde ich sagen. Ich gehe mal davon aus, das nächste Video wird das Schrauber-Video, wo ich meine Leuchten vorne reinbaue. Jo gut, jetzt schnell essen und da könnt ihr ja eben sehen. Hier, ich fahre nach Moers, nach Sayuns. Sayuns heißt irgendwie Hase oder Häschen oder Karnickel oder irgendwie sowas. Und die haben richtig geile Currywurst, Leute. Oh. Ah ja, Leute. So, in dem Sinne. Ah, mein Pferd ist auch schon bereit.
haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich ziehe mir jetzt hier gemütlich eine Currywurst rein. Und jo, alles klar.